Ich glaube, wir müssen vor allem eingestehen, dass wir es mit einem riesigen Geheimnis zu tun haben. Als ich arbeitete, hatte ich das Gefühl, etwas stimmt nicht. Was passiert, nachdem sie unterschrieben hat? Ich hatte ein Haus, einen guten Job und ich verdiente Geld. Ich wurde von Angstzuständen und Panikattacken verfolgt. Ich verstand nicht, was los war. Ich wachte manchmal mitten in der Nacht auf und spürte, wie mich diese Angst überkam. So hat diese Reise angefangen. Was willst du wirklich im Leben? Mehr Geld, Gesundheit, eine enge Beziehung, eine Familie. Aber warum? Weil ich glaube, dass es mich glücklich macht. Wenn du zulässt, dass du mit diesen Dingen verweilen kannst, dann bemerkst du etwas, das angesprochen werden will. Wenn du den Fernseher anmachst, Terror, Tod, Krebs und dann das Verlangen, das von schönen Bildern begleitet wird. Die Kultur hat ein Überbrückungskabel an mein Bewusstsein angeschlossen. Es sendet Signale, die nicht hilfreich sind. Die Epidemie von Depressionen, Angstzuständen und Stress in der modernen Welt wird von unserem Gesundheitssystem nicht behandelt. Musst du leiden? Nein. Okay, das ist ein wichtiger Teil. Also ist das Leiden eine Illusion? Ja. Aber es fühlt sich so echt an. Wir vergessen, wer wir sind, weil wir gefangen sind. Wenn du dich vollkommen ergibst, passiert es. Wer bin ich? Das ist die Frage. Du bist nur jetzt. 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 Das ist ein Pfad. Das ist nicht einfach eine Arznei, die wir einnehmen und die unsere Probleme löst. Richte dich auf das tiefste Zentrum aus. Es gibt keine Vergangenheit. Es gibt nur genau diesen Moment. Du hast Zeit, dein Leben zu ändern. Wenn ausreichend viele von uns sich ändern, dann verändern wir die Welt.